Willkommen zurück, Freunde, bei Drakensang. Wir sind in der Grafenstadt und stehen hier vor dem schönen Brunnen, den wir wieder zum Laufen gebracht haben. Und schaut mal, hier läuft das Wasser schon aus, glaube ich, ne? Das ist, glaube ich, hier eine riesen Pfütze. Eieieiei. Naja, vielleicht haben wir doch zu sehr an den Hebeln gedreht. Und da ist ein bisschen was ausgelaufen. Aber so ist es halt dann. Gut, wir haben eine wichtige Aufgabe. Wir sollen... Es ist sogar eine göttliche Aufgabe, eine unglaublich wichtige Aufgabe. Wir sollen einem alten Mann helfen, der sich mit Drachen auskennt. Mit Geschuppten. So war die Ansage. Ich glaube, da hinten müssen wir raus, ne? Und wir wissen natürlich alle, dass das Meister Rakorium ist. Und wir haben erfahren, dass Meister Rakorium in einer Stadt ist namens Moorbrück. Stadt in Anführungszeichen. Vielleicht ist es auch eher ein Dorf. Was ist das hier? Das sind Hühner. Mhm. Und hier haben wir einen Amboss. Oh, schaut mal, hier haben wir einen Amboss. Was ist denn jetzt schon wieder los? Hat er ein Problem? Sprich nochmal mit ihm. Meister Fluxosch, grüßt euch. Geht's ums Schmieden? Das tut es in der Tat. Seid doch so gut und zeigt mir, was ihr mir beibringen könnt. Nicht direkt um Schmieden. Eher mehr um Geschmiedetes. Wir können gar nicht mit ihm reden. Komisch. Irgendwie hat er ein Problem, aber wir können nicht mit ihm reden. Also, du könntest Schmieden lernen, das kennst du aber schon. Schlösser knacken. Schlösser knacken kann sie. Nee, irgendwie. Nee. Ich glaube, das kommt nicht von ihm. Das kommt aus dem Busch hier, oder? Dann reden wir doch mal mit dem Busch. Ein Fass. Ist ja witzig. Was aber? Nichts aber. Seht mich nicht an. Nun ja, das geht mit dem Fass über euch ohnehin nicht. Ja, da habt ihr ja auch wieder recht. Wenn ihr aber gekommen seid, um mich zu verhöhnen, dann muss ich euch sagen, dass ich... Das ist wirklich nicht meine Absicht. Wollt ihr mir nicht erklären, warum ihr euch überhaupt hier versteckt? Ach, Schande über mich. Ich wollte doch nur meine Hühner vor diesem Köter beschützen. Er hatte vorher schon so einige gerissen. Im Morgengrauen bin ich ihm dann begegnet. Den Gar wollte ich ihm ausmachen, aber auf offener Straße tobte unser Kampf. Und weiter? Was ist dann geschehen? Ihr müsst wissen, dieses Vieh ist so groß wie ich. Ach, was sage ich? Doppelt so groß. Mit bloßen Händen habe ich gegen die Bestie gekämpft und dann ist es passiert. Ja, was denn nun? Sag doch schon. Er hat mir den Bart abgerissen. Meinen schönen Bart. Wie soll ich mich nur je wieder unter Leute wagen? Diese Schande. Ja, das muss ein Zwerg sein. Das sagt auch der Name Ugin, Sohn des Umbrasch, ne? Das ist natürlich eine Katastrophe. Verzagen solltet ihr aber dennoch nicht. Es gibt immer einen Ausweg. Ach, aus eurem Mund klingt das so einfach. Könntet ihr nicht einfach einem armen Zwerg helfen? Irgendwie muss ich doch zu einem neuen Bart kommen. Ich will sehen, was ich für euch tun kann. Es wird sich mir doch sicher ein falscher Bart finden lassen. Hattet ihr vielleicht selbst schon eine Idee? In der Tat, die habe ich. Dieser gemeine Köter hat ein verfluchtes Fell. Es könnte durchaus einen guten Bartersatz abgeben. Bringt ihn zur Strecke und holt mir das Fell, damit ich es ausprobieren kann. Ich bitte euch. Und wenn es euch so am Herzen liegt, werde ich mich dem Untier annehmen. Wirklich? Das ist ja großartig. Sucht am besten am Stadttor, in der Nähe meines Hauses. Wahrscheinlich macht sich das Mistvieh gerade über meine schönen Hühner her, jetzt wo ich sie nicht beschützen kann. Aha, die Hühner haben wir hier schon gesehen, ne? Krummer Otto. Krummer Otto und Hühner. Nach links müssen wir dann laufen. Schauen wir doch gleich mal vorbei. Schön hinter mir bleiben. Ja, in diese Richtung, genau. Hier müsste das sein. Da unten irgendwie. Es geht los. Nee, da oben ist das, oder? Da oben muss es sein. Da oben müssen Hühner sein. Aber ich glaube schon fast, dass es nicht die Hühner sind, die jetzt gerade gemeint waren. Hinter dem Tempel. Nee, schaut mal, da sind Ställe. Obwohl, was ist denn da los? Was ist denn das für einer? Zwielichtige Person. Ihr benötigt spezielles Werkzeug, nehme ich an. Eigentlich nicht. Schön hinter mir. Also, unverschämt. Steht da einfach rum und belästigt irgendwelche Leute. Es geht los. Also wirklich. Folgt ihr mir? Ferdok ist auch nicht mal das, was es mal war. Schön hinter mir bleiben. Kommen wir jetzt endlich mal zu diesem Plateau. Da hinten. Schön hinter mir bleiben. Hier sind wir richtig.
Das ist aber nicht die Stelle mit dem Hund, wie es ausschaut, sondern hier sitzt der krumme Otto. Oh, hallo. Guten Tag. Wollt ihr etwas kaufen? Schaut euch nur um. Er sagt, die Hühner dort sind die zum Verkaufen. Aber ja doch, sehr nützliche Tiere, sage ich euch. Man kann sie braten, kochen, grillen oder auch, wer es mag, roh essen. Wollt ihr einen Huhn kaufen? 5 Dukaten und das gehört euch. 5 Dukaten für einen Huhn? Nein, das ist mir zu teuer. Ich muss doch auch gehen. Auf bald. Ne, wir brauchen im Moment keinen Huhn. Aber interessant zu wissen, wo es Hühner zu kaufen gibt, falls wir mal eins brauchen. So, Stadttor. Wir sollen zum Stadttor gehen. Wo ist das Stadttor? Schau mal kurz hier nochmal. Amboss Werkbank. Okay, hier, Tor zum Zwergenviertel. Das ist auch nicht das Stadttor. Das Stadttor, oder? Südtor. Ach, hier, schaut mal. Der wilde Hund ist hier sogar auch eingezeichnet. Wir waren hier, glaube ich, schon in diesem Bereich. Also müssen hier die große Straße runter und dann nach links. Okay. Mal schauen, das haben wir schon hinkriegen. Mal irgendwie. Los. Ist das die große Straße? Ja. Nee, das ist der Eingang zur Kaserne. Da hinten lang, halt. Wo reitet ihr denn hin? Da müsst ihr... Ach, das ist der neue Helm vom Vorkrim, der ist schon sehr... Ja, der macht schon was her, ne? Da wirkt er gleich größer durch seine Flügel. Vielleicht ist das auch der Grund, warum er ihn gekauft hat. Damit er endlich mal nicht mehr der Kleinste in der Runde ist. Ja. So, hier haben wir eine Einbeere. Und Feldwebel Erland, richtig. Da ist ein Städter, ein Pferd. Schön hinter mir bleiben. So, hier links. Oder hier noch nicht links. Ne, ich glaube hier noch nicht links. Noch ein Stück weiter runter und da vorne links. Schön hinter mir bleiben. Hier. Ja, hier links. Folgt ihr mir? Und hier waren wir doch auch schon, oder? Haben wir hier Hühner gesehen? Ich glaube schon. Oh, schaut mal, da ist der wilde Hund. Greift er uns an? Ja, er greift uns an. Okay, wir greifen zurück. Wir schlagen einfach mal zu. Der wird schon nicht so viel drauf haben, oder? 23 Lebensenergie. Ja, das ist kein Problem. Gehen wir hin. Ha, wunderbar. Die Bartprothese wurde aktualisiert. Die Bartprothese hier. Ein Zwerg hat sein Bart im Kampf mit einem Hund verloren. Jetzt ist er ganz beschämt und traut sich nicht mehr unter die Leute. Der wilde Hund hatte wirklich ein herrliches Fell. Ich hoffe, es taugt für eine gute Bartprothese. Bringe das Fell zum Zwerg zurück. Machen wir doch. Aber vorher solltest du, Rolana, nochmal gucken, ob es hier noch andere Sachen zu holen gibt. Da sind die Hühner. Tatsächlich wollte der Hund die Hühner schnappen. Ah, Fehlschlag. Schade. Ich versuche mein Bestes. Na gut, dann zurück zum Zwerg. Ich hoffe, wir finden die Stelle, aber es wird auch hier ein schönes grünes Fragezeichen auf unsere Karte gezeichnet. Das ist doch auch ganz gut. So. Schön hinter mir bleiben. Folgt ihr mir? Dann mal los. Ich denke, wir können dann da vorne am Marktplatz direkt links laufen. Das müsste uns zum Zwerg bringen. Ach, wie schön dieser wunderbare Brunnen jetzt ausschaut, nachdem das Wasser aus ihm rausläuft. Dann mal los. Ist schon noch was ganz anderes, als es vorher war. Hier ist eine verschlossene Truhe. Riesengroße Fässer. So, hier müssen wir noch runterkommen, oder? Geht's hier raus aus der Stadt? Ja. Da geht's in die Zwergenstadt rein, ne? Ich glaube, da kommen wir in dem Spiel nicht rein, weil die Zwergenstadt nicht zum Spiel dazu gehört. Aber wir können mal mit Felsenbeißer sprechen. Das Zwergenviertel ist dicht. Hier kommt ihr nicht durch. Wie ich schon vermutet habe, genau. Also Zwergenviertel gehört nicht zum Spiel. Ja. Vielleicht wollten die es mal in einem Add-on reinmachen, aber vielleicht auch nicht. Also ich habe bis jetzt keine Gerüchte gehört, dass da irgendwie ein Add-on geplant gewesen wäre. So. So, Ugin. Doch, das war schon da. Keine Angst. Ich habe das Fell für euch besorgt. Es ist etwas dreckig. Ah, haha, wunderbar. Schnell, zeigt her. Das ist die Rettung. Da habt ihr es. Seht zu, was ihr daraus machen könnt. Gut, gut, gut. Sehr gut. Das hier hin, das dorthin. Ja, so müsste es gehen. Ah, da ist er ja. Schaut ihn euch an. Ja. Ist schon wirklich prächtig. Ein sehr prächtiger Bart. Ich denke, ihr könntet euch so blicken lassen. Ich danke euch. Ich danke euch vielmals. Hier, nehmt diesen Dukaten. Bei Ingrid, ich bin so glücklich. Da muss ich erstmal einen drauf trinken. Schönen Tag noch. Ja, der ist wirklich nicht schlecht, dieser Bart. Wo gehst du jetzt hin? Durch uns durch erstmal. Nee, an uns vorbei. Okay, immerhin. Ja, cool. Dann ist es wahrscheinlich jetzt bei abgeschlossenen. Ja, Bartprothese ist abgeschlossen.
Wir müssen nach Moorbrück. Der Wirregeist in Moorbrück. Wir haben übrigens auch noch eine andere Aufgabe in Moorbrück. Wo ist das denn? Hier, der Boltern-Trick. Genau, wir sollen eine Diebin in Moorbrück suchen. Ja, ja. Talia di Ravendosa soll auch da in der Nähe von Moorbrück gesichtet worden sein. Gut, dann gehen wir jetzt mal da in diese Richtung. Aber vorher besuchen wir noch eine kurze eine Freundin. Wir haben da nämlich auch noch was vor. Wenn ich irgendwie hier rausfinden würde aus der Grafenstadt, wäre das natürlich hervorragend. Keine Ahnung. Meister Magnosch, was will denn der? Ach, das ist eine Werkbank. Geht's um Armbrüste? Naja, ich weiß nicht. Aber ja, woher wusstet ihr das? Habt ihr was zu verkaufen? Aber klar doch. Was habt ihr denn? Oh, Feuerfalle. Ist auch interessant, ne? Anleitung für eine leichte Armbrust. Für den Kriegsbolzen. Anleitung für eine almadanische Armbrust. Ist auch nicht schlecht. Und ihr verkauft auch eine leichte Armbrust. Mhm. Im Moment brauchen wir nichts, aber danke fürs Angebot. Wir kommen vielleicht drauf zurück. Mal los. Ja. Also hier kommen wir schon mal nicht raus. Ich dachte, dass es hier rausgeht, aber nein. Das war nicht der Fall. Ich glaube, jetzt gehen wir wieder zurück auf den Platz und da vorne links dann, glaube ich, geht es raus auf den Preiausplatz. Es geht los. Also hier links, da war diese Taverne, die man nicht besuchen kann. Hier, ne? Genau. Nee, das ist der Hafen. Da muss man nicht hin. Es geht los. Wir müssen zurück zum Preiausplatz. Da müssen wir noch... Ich glaube, das ist die Preiauskirche hier, oder? Ne? Der Preiaustempel, genau. Dann ist da auch der Ausgang. Genau, Ausgang zum Preiausplatz. Sehr gut. Jetzt waren wir lang genug in der Grafenstadt. Jetzt geht's zurück. Unser Anwesen müssen wir nicht besuchen, aber wir müssen eine liebe Freundin von uns besuchen, die wir schon öfters getroffen haben, auch in anderen Städten oder Städtchens oder Dörfern oder Ansiedlungen oder wie auch immer man uns bezeichnen möchte. Es geht los. Dann mal los. Es geht los. Schnellreise gab es hier nicht. Folgt ihr mir? Glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Die haben sie dann erst später eingeführt beim Teil 2. Ja. Dann mal los. Schön, naja. Ist ja auch nicht schlecht. Wir können hier nochmal Pferde auf uns ein bisschen betrachten. Das ist auch ein cooles Haus hier. Schön viel Holz. Für einen langen Winter. Was haben wir denn jetzt für einen Monat? Ich weiß es gar nicht. Wurde uns das irgendwann mal angezeigt? Oder haben wir das irgendwann mal erfahren? Ich glaube, es war Effert, oder? Schön hinter mir bleiben. Hm, von den Bäumen her, naja, schaut es eher Richtung Frühsommer aus. Nicht so sehr nach Herbst. Es geht los. So, hier ist unsere liebe Freundin. Nee, das ist sie gar nicht. Ach, nee, unsere liebe Freundin ist ja auf dem Grafenplatz und hat da ihren Stand. Für die sollten wir auch irgendwas erledigen. Ich weiß noch nicht mehr was. Was sollten wir denn für die nochmal erledigen? Für die sollten wir doch irgendwas besorgen. Ja, hier genau. Für die sollten wir irgendwas... Wir sollten jemanden finden, der das Rezept entschlüsseln kann. So war es, genau. Dann besprechen wir uns mit der nochmal. Krea, du wirst hier kurz im Labor halt machen und ein bisschen ausprobieren. Wir können leider noch nichts machen, aber sie probiert einfach ein bisschen rum. Talentwert zu niedrig, ja, das ist genau das Problem. Sie probiert einfach ein bisschen rum, damit wir demnächst unseren Talentwert steigern können. Und dann ein Mut-Elixier, weil da brauchen wir nur Talentwert 3. Ein Mut-Elixier brauen können. Dafür brauchen wir noch Gulmondblatt. Vielleicht hat sie sogar Gulmondblatt. Wir sprechen mal mit ihr. Habt ihr Gulmondblatt? Nein. Ein Amulett des Mutes habt ihr, ne? Das kaufen wir uns auch irgendwann. Irgendwann haben wir genug Geld. Dann werden wir uns das kaufen. Den Magierdegen finde ich eigentlich auch ganz interessant. Würde Kreasoda sowas tragen? Hm. Irgendwie schon, ne? Es hat eine Fechtwaffe. Sie selbst ist jetzt nicht besonders gut im Fechten. Ein W plus 3 würde es an Schaden machen. Hm, ich schau mal ganz kurz. Wie schaut denn ihre Waffe jetzt aus? Ein W plus 2, dafür aber auch 0-0, also kein Abschlag in der Verteidigung. Hm, das ist gar keine so schlechte Waffe. Ich denke, wir würden die wahrscheinlich behalten. So, dann Fellfetzen ist eher wieder was zum Verkaufen. Die Wolfsrattenschwänze wollten wir auch verkaufen, glaube ich, ne? Haben aber noch niemanden gefunden, der sowas kaufen will. Ja, kann passieren. Kann passieren, die Nüsse sind zum Knabbern. Okay, gut. Wir sind ausgerüstet, wir haben alles dabei. Wir können aufbrechen. Wo ist das Stadttor? Lass das mal vor Grimm machen. Wo ist das? Streiten die hier? Ne, die diskutieren, glaube ich, nur. Hier laufen die Hühner frei rum. Nicht so wie in der Grafenstadt. In der Grafenstadt waren die ja alle eingesperrt. Ein Bär. Komm, es geht los. Der Zottel. Komm,
Ach, wie süß. Wir kennen ihn, glaube ich, schon. Wir haben schon mit ihm geredet. Wie ich sehe, ist euer Bär entkommen. Ihr seht es ja. Normalerweise ist Hotel ja ganz friedlich. Aber jetzt, er hat sich von seiner Kette losgerissen und ist ans Wasser gerannt. Nun lässt er niemanden an sich ran und beobachtet die Fische. Er hört gar nicht auf. Wollt ihr es nicht mal versuchen? Tja, gut, wenn ihr wirklich glaubt, dass es was hilft, werde ich zu versuchen. Oh, mir fehlt ein Stein von Herzen. Vielleicht könnt ihr ihn ja gut zureden. Oder kennt ihr gar einen kleinen Zauberspruch? Mir wird schon was einfallen. Aber ihr dürft ihn kein Haar krümmen. Zottel ist eigentlich ganz harmlos. Ich bitte euch, seid schön vorsichtig. Tja, jetzt haben wir den Zottel da am Hals. Wie kriegen wir denn den da jetzt weg? Ja, wir könnten ihn in einem Fisch, wir könnten ihm einen Fisch irgendwie anbieten oder kaufen. Haben ja einen Fischladen. Ich schaue mal, ob es hier einen Hinweis gibt. Der entflohene Tanzbär. Dem Dompteur vom Festplatz ist ein Tanzbär entlaufen. Das Tier verhält sich zwar friedlich, solange man es die Fische im Fluss betrachten lässt, aber in die Kette will der Bär nicht zurück. Ich sollte versuchen, ihn zu besänftigen, bevor er richtig Hunger bekommt. Ich soll den Bären besänftigen. Mal sehen, ob mir das gelingt. Haben wir einen Zauber? Blumbumbarum hätten wir, ja, aber das ist jetzt auch nicht gerade das Wahre, ne? Sie hätte sensibel Empathikus und Fall wie Ludo. Was bringt der Empathikus-Zauber nochmal? Ich guck mal kurz. Der Verzauberte kann die Gefühle und Stimmungen seines Gegenübers erkennen. Das wird uns hier nicht viel helfen, ne? Können wir trotzdem mal gucken. Ja, und jetzt? Oh nein! Jetzt zick hier nicht rum, du blöder Bär. Auf geht's, dein Herr wartet auf dich. Magie scheint mir doch ganz ratsam. Also sonst irgendwie mit Magie machen. Aber wir haben keinen Zauberspruch, der ihn besänftigt. Wir hätten eine Blumbumbarum schwere Arm. Na, im Moment können wir da leider noch nicht helfen, mein Freund. Vielleicht, wenn wir demnächst einen Zauber kennenlernen, der hier hilft. Aber im Moment kennen wir noch keinen. Tut mir leid, wir kommen aber zurück. Wir kommen zurück und helfen dir. So, jetzt raus aus der Stadt. Wir sind immerhin hier mit gräflicher... Ach, guck mal. Wir haben immerhin hier diesen Grafenorden, ne? Orden der Stadt Ferdok, um den heißt. Aber guck mal, die sind die nicht putzig. Hallöchen, ich liebe ja so gefleckte Schweine. Die sind ja ganz toll. Bist du der Schweinemeister? Ja. Darf ich mit dir reden? Scheint, als würden sich einige Dinge in der Stadt wirklich zum Besseren wenden. Die Vogtin hat wohl das Ruder doch besser fester in der Hand als ihr treuloser Vorgänger. Okay, gut. Was bist du hier für einer? Mit dir kann man nicht reden. Okay. Fürstentum Kosch. So, wo wollen wir hin? Ist das Moorbrück? Das ist Moorbrück. Aha, Avestrol können wir ja nicht. Wir kommen ja nicht zurück, aber nach Moorbrück können wir. Wir reisen schon. Okay. Wir reisen schon hier, diese Böppel, das sind wir. Mal schauen, ob wir unangefochten in Moorbrück ankommen, schaut aber gut aus. Ja, wir sind angekommen. Da bin ich gespannt, was uns hier erwartet. In Moorbrück und ob wir da auch wieder zurückkommen. Ich glaube, da hinten brennt was. Oder? Da brennt doch was. Ja. Werkbank und Labor. Sind hier auf jeden Fall. Und hier ist eine verlassene Hütte. Schauen wir uns die doch gleich mal an. Wo ist die? Folgt ihr mir? Hier. Da ist eine verlassene Hütte, okay. Dann mal los. Und das wird das Gasthaus sein, schätze ich, oder? Nein? Nein, das ist nicht das Gasthaus. Ah, schaut mal, hier gibt es schon Zunderschwämme. Alle mal hergehört. Ulana, schau doch mal. Ob du da nicht was erreichen kannst. Nicht. Schritt für Schritt. Wir brauchen jetzt endlich mal jemanden, der sich im Wildnisleben auskennt. Das ist ja grauenhaft. Ihr seid ja von Sinnen. Ihr wollt einen harmlosen Händler einfach einen Kopf kürzer machen, bloß weil er sich verirrt hat? Leute, hört nicht auf die Einflüsterungen dieses untoten Monstrums. Als Büttel von Moorbrück werde ich diesem finsteren Spuk ein Ende setzen. Untotes Monstrum? Ihr könnt mich doch nicht allen Ernstes mit einem dieser Untoten verwechseln. So habt doch Erbarmen und kommt zur Vernunft.
Ruhe! Jedes Kind weiß, dass Untote immer abseits der Pfade wandeln. Und ich, Burgomir Scheffler, habe diese Kreatur der Nacht dabei ertappt, wie sie durch das Moor auf unser Dorf zuwankte. So höret denn, Bürger von Moorbrück. Ich werde nun das Urteil vollstrecken und diesen Untoten aus seiner götterbeleidigenden Existenz befreien. Ihr da, wir kennen uns doch aus Avestreu. Ich bin es, Bredo Bento, der reisende Händler. Ja, so helft mir doch.